Oh, hier hinten kommen ganz viele Bisons. Ah, die sind aber... Obwohl, wir haben jetzt einen Wollnashorn getötet. Mein Gott. Hat jetzt nur den Schlitten hingezogen und läuft jetzt einzeln mit den Sachen zurück. Okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich würde fast sagen, obwohl wir brauchen keinen Gerber mehr bauen. Wir haben einen, aber der wird nicht genutzt irgendwie. Also nicht wirklich. Oh, immer diese Unwetter, ne? Unfassbar. X-Faktor, das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Frakes. Das fällt mir mal ein, wenn ich unfassbar sage, dann kommt mir immer dieser Spruch, also dieses, weiß ich auch nicht. Ja, manchmal komisch. Ich weiß. Gut, Wolfangriff. Ah ja, schon erledigt. Brauchen wir gar keinen Alarm machen. Warum ziehen die denn das Zeug immer zu sich in die Hütten? Wir haben doch Sammelhütten hier. Die, by the way, auch schon wieder fast voll sind. Da bauen wir doch noch eine. Ja, es floriert momentan. Also so viel, wie hier los ist. Wer hätte das gedacht? Die Siedlung lebt. So. Wobei jetzt schon wieder kein Fleisch mehr getrocknet wird, außer die zwei, also ein Fisch und, oder zwei Fische und ein Stück Fleisch hier. Naja, ist nicht gerade so üppig. Kommt schon, wir müssen jetzt noch 7 Punkte und dann brauchen wir noch 15. Also wir brauchen eigentlich jetzt noch 16 Punkte, dann sind wir schon im nächsten Zeitalter. Das werden wir doch wohl noch hinkriegen, Leute. Strengt euch mal ein bisschen an. Oh, was hat der denn da? Achso, das ist der Händler. Ich würde schon sagen, was, wo hat der das denn? Was hat der denn da gefunden? Ist aber nichts Interessantes für uns jetzt dabei. Bögen haben wir selber genug. Brauchen wir nicht kaufen. Von daher. Alles easy. Aber wir müssen jetzt vielleicht auch schon mal wieder gucken, ob wir noch irgendwo was zum Jagen finden. Wo sind die Bisons hin? Ah, jetzt sind sie da hinten. Das ist ein bisschen weit weg. Ist nichts mehr in der Nähe hier. Gibt's doch gar nicht. Die haben doch hier vorhin auch noch Pferde oder irgendwas gejagt. Alles weg. Hier hinten wäre noch ein einziges Mufflon. Das werden wir mal lösen. Das scheint sich nämlich verlaufen zu haben. So, wir müssen auch nochmal hier drauf achten, ob wir hier überhaupt noch Bäume... Ja, doch, ein paar sind noch, aber wir haben schon wieder ordentlich abgeholzt hier. Was natürlich auch nicht so toll ist. Aber so ist der Mensch halt. Aber die Bisons hier hinten, aber die wären halt noch erreichbar. Aber die ziehen jetzt noch weiter nach da. 250 mal Fleisch haben wir schon erlangt und damit reicht das jetzt, um die den letzten Forschungspunkt hier abzuschließen. Können wir da jetzt eigentlich schon was bauen, was jetzt irgendwas mit diesen Hülsenfrüchten zu tun hat? Oh Gott, 3 neue Leute in der Siedlung. Das müsste eigentlich, wenn dann bei Produktion drin sein. Ein Mörser könnten wir bauen. Sonst noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Ein Heuhaufen. Und wir können doch keine Felder anlegen, ne? So wie ich das jetzt hier sehe.
Nee, nicht wirklich. Eine Wassermühle kommt später. Oh Gott, was kommt denn hier noch alles? Eine ganze Menge. Da haben wir noch einiges vor uns. Also einen Heuhaufen können wir jetzt schon anlegen, aber erlaubt es dir, wilde Hülsenfrüchte zu ernten und sie zu kochen. Okay, wilde Hülsenfrüchte, das ist jetzt wahrscheinlich... Das ist jetzt wahrscheinlich hier ein neues Gebiet, ne? Oder? Ist das das? Ist wahrscheinlich hier mit drin, ne? Aber wo finde ich denn Hülsenfrüchte? Was ist das hier? Brombeere, das sind doch ganz normale. Ich habe doch keine Ahnung davon. Das ist ein Birnenbaum. Birnen könnten wir hier ernten. Ich will aber eigentlich das mit den Hülsenfrüchten haben. Aber ich weiß nicht, wo ich hier welche finde. Hier ist doch Getreide und so ein Krams. Können wir das nicht, So. Halt, stopp. Da schicken wir auch gleich mal zwei Leute hin. Was hat die da? Ich glaube, irgendwas mit Getreide oder so. Trägt sie hier gerade zum Mörser und wird das dann gleich klein mörsen. Wäre natürlich auch cool, wenn sie was in der Hand hätte, um das zu mörsen. Anstatt da nur Luft drauf drum zu kloppen. Naja, gut. Wir wollen mal nicht so... Wie geht der schöne Spruch? Wir wollen mal nicht päpstlicher sein als der Papst, so. Das Spiel ist ja an sich schon ganz lustig. So, hier haben wir jetzt einen Heuhaufen, wo aber noch kein Heu drauf ist. Fleisch. Mangelware. Haben wir im Moment noch nicht wirklich. Dam, da, dam, dam. Was streunert hier rum? Ein Bär. Hier hinten wäre noch wieder ein Wollnashorn. Und was ist hier? Ein wildes Pferd, ein einzelnes. Also momentan habe ich eigentlich auch nicht mal Angst vor diesen roten Tieren, weil das hat ja mit dem einen Wollnashorn jetzt ganz gut geklappt, aber das ist schon wieder relativ weit weg, finde ich. Obwohl eigentlich mit dem Schlitten ist es da jetzt kein Problem mehr. Und das ist auch schon verletzt. Das heißt, das ist schon fast erledigt. Also sollten wir den eigentlich down kriegen. Wenn dann irgendwann mal ein Jäger sich auf den Weg macht. Ach, da kommen sie schon. Über den Berg. Ich hoffe, die haben Pfeile mitgebracht. Wir gucken uns das gleich wieder aus der Nähe an. Das hat beim letzten Mal Spaß gemacht, das zu sehen. Dann gehen wir gleich auf das Wollnashorn und dann werden wir mal gucken. Ach Quatsch. Aber hier sehen wir, wie viel da rauskommt. So. Da ist es. Da kommen unsere Jäger. Gleich wird's lustig. Er guckt schon in die Richtung. Was wollen die jetzt von mir? Ja. Wie gesagt, das war jetzt relativ einfach, weil der ja schon was abgekriegt hatte. Aber wenn sie gleich einen Schlitten mitgebracht hätten, wäre es natürlich auch sinnvoll gewesen. Aber gut. Die zerlegen den jetzt eh nur. Das abholen muss jemand anders. Ja, doch, sie nehmen, sind so schlau und nehmen was mit. Das haben sie früher auch nicht gemacht. Das kam jetzt wahrscheinlich auch mit dem Update rein. Es gab ja so ein kleines Update jetzt letzten Freitag, glaube ich, von dem Spiel. Da sollten eigentlich noch neue Kameraperspektiven dazu kommen. Die habe ich jetzt aber noch nicht gesehen. Zumindest habe ich irgendwas davon gelesen. Also wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr das gerne in den Chat schreiben. Und wir haben schon wieder Winter. Was mich wundert, ist, dass hier immer keiner arbeitet. Finde ich ein bisschen doof. So, da kommen Sachen. Da kommen Dinge. Er zieht es erstmal in sein Zelt. Anstatt dass hier gleich... Naja, gut.
So, ein Forschungspunkt mehr. Wir haben den Winter mal wieder überlebt. Ein neuer Mensch wurde geboren. Auch schön. Und wir brauchen schon wieder ein neues Zelt. Wollen wir gleich mal zwei bauen. Macht vielleicht Sinn. Sonst bauen wir hier nur noch Zelte. Vielleicht bauen wir jetzt hier doch nochmal... Ja, das war jetzt vielleicht nicht so die beste Idee, aber gut. Das Zelt war jetzt vielleicht ein bisschen dumm gebaut. Naja. Oh, da ist jemand an Altersschwäche gestorben beim Bau von dem Zelt. Naja. Aber es ist ja schön, wenn die Leute hier an Altersschwäche sterben und nicht so wie bei unserem ersten Versuch an irgendwelchen Wolfsangriffen oder so. Da haben wir jetzt wirklich Glück gehabt, dass hier nichts weiter war. So, 15 Punkte. Oh, wartet. Oh, 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 Moment. Was haben wir denn hier? Die laufen hier ins Jagdgebiet rein. Aber die werden nicht gejagt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich sind die noch zu stark. Oder keine Ahnung. Ich möchte die aber ganz gerne jagen. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich jetzt schon wieder zu übermütig, aber... Man muss mal ein bisschen Risiko eingehen, Leute. Oh Gott, da kommt ja das halbe Dorf. Urzeitlicher Bisonangriff. Und wir haben Bison erlegt, das ist das erste Mal. Jetzt erlegen hier auch gleich das ganze Rudel. Aber so haben wir jetzt zumindest erstmal wieder Fleisch und auch Felle. Das war's schon. Einer ist hier noch und der andere ist da hinten noch. Der da hinten wird schon, um den wird sich schon gekümmert. Jetzt wird sich um den hier noch gekümmert. Aber allein ist das immer eine dumme Idee. Ne, diesen waren zu zweit. Entschuldigung, den einen habe ich nicht gesehen. Gut, dann haben wir das auch. Und nochmal Wissenspunkt, weil wir schon 5 Stück haben. Jo. Leute, ihr könnt auch die Schlitten sonst nehmen, um Dinge zu transportieren. Einer steht hier rum. Es ist jetzt nicht so, dass die alle benutzt werden. Ne, die laufen lieber einzeln. Haben sie wenigstens was zu tun? Naja. Naja.